Moin Leute, Maurice hier aus dem Hollywood Palladium bei der EA Play. Wir haben uns hier heute in der EA Pressekonferenz Battlefield 5 nicht nur angucken können, sondern ich hatte danach sogar noch eine Session und konnte das Spiel anspielen. Wir haben neulich beim Reveal über das Spiel ja schon erfahren, dass EA tatsächlich aus dem letzten Jahr gelernt hat. Sie haben relativ hart auf den Deckel bekommen. Es wird in Battlefield 5 keine Lootboxen geben und selbst der Premium Pass ist Vergangenheit. Er hat den großen Vorteil, dass die Community jetzt nicht mehr gespalten wird, wenn neue Maps rauskommen. Also alle Maps, die erscheinen, erscheinen auch für alle Spieler zugleich. Und die einzigen Mikrotransaktionen, die es geben wird, sind kosmetischer Natur. Da kann man sich austoben, wie man möchte. Muss man aber nicht und man wird auch keinen Wettbewerbsvorteil bekommen, indem man Geld ausgibt. Das ist also wunderbare News. Ansonsten bleibt Battlefield seiner Linie treu. Wir haben die Singleplayer-Kampagne, es gibt einen kooperativen Modus namens Combined Arms und natürlich den PvP-Modus, für den wahrscheinlich die meisten Leute ins Spiel kommen. EA DICE haben hier nochmal unterstrichen, dass Battlefield auf zwei Hauptsäulen basiert. Einmal das Troop-Play oder das Truppen-Gameplay und einmal die Immersion, die sie jetzt in diesem Teil so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken wollen. Zum Teamplay, die Leute, die Battlefield kennen, denen erzähle ich hier nichts Neues. Für die Call of Duty-Spieler unter euch, Battlefield ist ein sehr Teamplay-basiertes Spiel. Man rennt generell in einer Squad durch die Gegend. Die ist Teil der Armee, mit der man unterwegs ist, also des eigenen Teams. Und diese Squad besteht in der Regel aus einer Handvoller Leute. Früher war es so, man konnte sich aussuchen, ob man auch als Lone Wolf rumrennt. Das ist jetzt nicht mehr so. Man ist immer in seiner Squad, man kann sie verlassen, aber man fängt immer in der Squad an. Man spawnt auf seine Teamkameraden. Das Gameplay ist diesmal so ausgelegt, dass man von allem relativ wenig hat. Man hat wenig Energie, man hat wenig Munition und man ist wirklich darauf angewiesen, sich zu koordinieren. Man kann nicht alleine einfach reinrennen, weil irgendwann hat man keine Munition mehr. Wenn man fällt, dann muss man sich von seinen Freunden wiederbeleben lassen. Ansonsten muss man den ganzen Weg zurück an Anfang der Map spawnen. Also es ist wirklich wichtig, dass man zusammenspielt. Und sie haben sehr viele neue Dinge eingebaut, die, wie gesagt, die Immersion auch so ein bisschen pushen sollen. Es können diesmal alle Spieler, alle Squadmates heilen, aber der Medic kann es natürlich am besten und der kann auch Leute aus den anderen Squads heilen. Man kann verletzte Spieler jetzt auch hinter Barrieren ziehen, bevor man sie heilt. Das heißt, wenn man jemandem helfen will, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass man als Zielscheibe durch die Gegend rennt. Das ist ganz interessant. Auch zum Stichpunkt Immersion, die Destructibility des Environments war ja schon immer ein Riesenteil von Battlefield. Da kämpft man eine große Schlacht und irgendwann rennt man in Schutt und Asche rum. Das wollen sie diesmal noch ein Stück weiter nach vorne pushen. Alle Zerstörung ist diesmal physikbasiert und soll auch im Gameplay einfach eine größere Rolle spielen. Also sehr interessantes Ding. Aber man kann nicht nur Sachen kaputt machen, sondern auch der Aufbau von Fortifikationen ist einfach ein ganz wichtiger Teil des Gameplays und auch strategisch spielt es eine Rolle. So kann man zum Beispiel eine Flagge sichern, indem man drumherum Sandsäcke aufbaut, indem man einen Graben aushebt, indem man Camouflage verteilt, damit aus der Luft nicht mehr so gut angegriffen werden kann. Also da ist das Environment Teil des Gameplays noch mehr, als man das aus Battlefield schon kennt. Die Squad wird sogar so sehr in den Vordergrund gehoben, dass ihr nicht nur den bisher schon bekannten Squad-Chat habt, mit dem ihr euch halt mit euren 5 Jungs unterhalten könnt, aber mit niemand anderen. Das geht diesmal so weit, dass es sich auch über die Menüs hinweg, in den Pausenmenüs, in den Loading-Screens fortführt und ihr da weiterhin mit eurer eingeschweißten Truppe redet, aber eben mit keinem anderen. Außerdem wird auch das Gameplay nochmal neu überarbeitet. Immersion soll heißen, man kann mehr machen. Die Standardbewegungen, die man aus Shootern so kennt, werden ein bisschen aufgelockert. Ihr könnt über Sachen besser rüberspringen. Ihr könnt im Liegen diesmal auch rückwärts robben, könnt euch dabei besser bewegen. Ich muss sagen, dass diese Aspekte mir jetzt bei der Anspielsession nicht so richtig krass ins Auge gefallen sind. Beziehungsweise ich das nicht das Gefühl hatte, dass das einen riesen Unterschied gemacht hat. Allerdings haben wir auch eine frühe Pre-Alpha gespielt. Also wir haben nur einen ganz groben Einblick bekommen, wie das fertige Spiel sich dann natürlich zockt am Ende. Ebenfalls ein sehr interessanter Gameplay-Aspekt, der besonders die Hardcore-Spieler unter euch ansprechen dürfte, ist Random Bullet Deviation wurde rausgenommen. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt mit einer Waffe zu schießen, dann sprühen die ersten Kugeln nicht einfach nur random durch die Gegend, sondern verfolgen immer das gleiche Muster. Ihr habt aber natürlich weiterhin den Kugelabfall und müsst die Schüsse leaden, also ihr habt keine Hitscan-Waffen. Die, die es verstehen, die verstehen es, die anderen brauchen es nicht interessieren. Der interessanteste neue Aspekt ist allerdings wahrscheinlich Tides of War. Bedeutet, dass die Multiplayer-Landschaft sich mit der Zeit verändern wird. Wie gesagt, ihr spielt alle immer die gleichen Maps und ihr könnt euch nichts dazu kaufen, das andere Spieler nicht haben. Könnte heißen, dass es relativ schnell langweilig wird. Was sie aber machen ist, sie werden den Story-Verlauf und auch den PvP-Verlauf über die Zeit verändern. Bedeutet, es fängt an mit den Schlachten um den Fall von Europa im Zweiten Weltkrieg, wird dann vielleicht nach ein paar Wochen oder Monaten, was weiß ich, in den Pazifik gehen, dann wieder zurück. Und so werden nach und nach ganz elementare Kriegsereignisse und Schauplätze abgearbeitet. Also ein sehr interessantes System, das für Langzeitmotivation sorgen soll und wahrscheinlich auch wird. Und das Spiel halt auch über längere Zeit, ja, einfach frisch hält und
wer weiß, wann man dann wirklich das Ende von Battlefield 5 gesehen hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Gerade dieses Tides of War-System, super, super vielversprechend. Das Spiel erscheint am 19. Oktober. Für Leute, die sich die Deluxe-Edition kaufen, erscheint es schon am 16. Das war es soweit von der EA Play, von mir hier. Wir sind jetzt unterwegs, fahren gleich weiter zur E3, wo wir euch über die nächsten Tage mit Videos bombardieren werden. Deshalb abonniert uns, lasst uns ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auf jeden Fall das Glöckchen, damit ihr immer Bescheid bekommt. Und dann, wie gesagt, f***en wir euch die Tage mit Videos voll. Viel Spaß!